Shit. Okay. G4. Form. Ach du Scheiße, okay. Ich hab keine Ahnung, wie der kämpft. Aber ich muss bestimmt auf die Augen ballern. Ach du Scheiße, der ist ganz schön, ganz schön brutal. Und hat sehr viel Reichweite mit seinen fetten Armen da. Komm. Ja, gut. Erstmal voll auf die Fässe. Aber das ist vielleicht wieder so ein Kampf, wo ich einfach durchhalten muss, wie bei Mr. X. Oder, aua. Ich würde sagen, wir finden es raus. Ich meine, der hier hat wenigstens eine klar definierte Schwachstelle. So Mr. X, nicht wirklich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Achso, kann ich auch. Ich kann auch hier auf die andere Seite, ja gut. Dann ist es ja im Prinzip irgendwie nur ein im Kreis laufen, die ganze Zeit weglaufen und ballern, wenn die Chance sich anbietet. Aber ich glaube, also ich meine, dass die vierte Form von G im Original Resident Evil 2 ziemlich anders aussah als die hier. Kann sein, dass ich mich da täusche, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der hier in dieser Form stark redesigned wurde. Ja, bringt mich direkt auf Gefahr, okay. Ja, aber ich glaube, das ist wirklich nur ein Kampf, wo man durchhalten muss. Habe ich so langsam das Gefühl. Ich würde mich da jetzt sogar fast umbringen lassen, weil die ganze Munition und die Heilung. Ja, komm, bring mich mal um. Vielleicht sehen wir ja auch eine mega brutale Todessequenz. Nee, einfach umgefallen und tot. Ja, okay. Dann werde ich, denke ich mal, bis der Timer wieder bei 4 Minuten ist, wie gerade eben, werde ich das mal rausschneiden. Und G-Phase 4, niemand lässt sich gerne ungewollt anfassen. Also Abstand halten und ihn mit der Minigun eindecken. Okay, muss ich ihn jetzt doch bekämpfen? Ist vielleicht die Minigun nur für diesen Kampf? Oder was ist jetzt los? Ja, das kennen wir. Na gut, dann nehme ich die mal. Vielleicht habe ich damit ja mehr Erfolg. Voll gegen die Wand gelaufen, ey. Diese Kugeln von der Minigun fliegen irgendwie sehr langsam weg. Also, zumindest sieht das so aus. Das sieht, ja, ganz komisch aus. Ich habe irgendwie immer das Bedürfnis, gerade nachzuladen. Aber geht ja nicht bei der Minigun. Was hast du? Was hast du vor? Alter, Sherry muss ja gerade richtig Schiss haben. Oh Gott, Alter! Okay. Ja, schlechter Zeitpunkt. Was machst du? Okay, er macht seinen komischen Run da gegen die Wand wahrscheinlich. Nee, gegen den Zug. Ja, jetzt schlägt er wieder wild um sich. Aber nur zweimal.
Okay. Also ich denke mal, immer wenn er genug Schaden kassiert hat, dann klettert der da hoch. Und stürzt sich auf mich. Ach du Scheiße. Komm dich um. Ich hoffe, man muss da nicht zu krass auf die Munition achten bei der Minigun. Mal schauen. Ja, scheiße. Okay, er klettert wieder hoch. Ich kann ihn ja eigentlich auch im Flug erwischen, oder nicht? Oh. Oh, Moment. Ist ja das, was er vorhin zuerst gemacht hat. Ja, jetzt erwischt er mich bestimmt. Oder auch nicht, okay. Krasses Ausweichmanöver. Okay, was ist jetzt los? Geht's hier nicht gut, oder? Was? Was ist das denn? Ist okay. Ich bin hier. Jetzt kommen wir hier raus. Also, was willst du als erstes tun, wenn wir hier raus sind? Ich will sehen, wo du wohnst. Gut. Denn ich brauch dringend eine Dusche. Ja. Wirklich? So übel? Oh, ja. Claire! Leon! Ist so gut, dich zu sehen. Hab doch gesagt, wir schaffen's, oder? Hast du. Wer ist das? Das? Das ist Sherry. Okay. Scheiße! Was war das? Keine Ahnung. Du bleibst hier bei Sherry. Ich geh mal nachschauen. Zum letzten Waggon gehen. Okay. Das ist also passiert, nachdem die Cutscene am Ende bei Leon so komisch abgeschnitten war. Das kann ich eigentlich langsam echt weglegen, oder? Ja, ich mach mal. Ich mach einfach mal. Zum letzten Waggon gehen. Will ich das denn? 63 Schuss hat die Minigun noch. Ein bisschen Nutzen kann ich da noch rausholen. Ist noch ein Messer. Ja gut, der letzte Waggon
Also da kommt auf jeden Fall noch einer. Aber hier ist nichts mehr, okay. Wobei... Also, ja gut, ich kann mit dem Schießpulver nochmal Munition mixen. Sonst, kann ich das Inventar so lassen. Ja, gut. Dann auf zum letzten Waggon. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Okay, wo muss ich darauf schießen? Da ist ja so viel. Ich hoffe, du magst Kugeln. Ich hab noch viel. Ich schieße einfach mal überall so ein bisschen drauf. So, das ist die letzte. Die letzte Chi-Form. Okay, Minigun ist leer. Hier wird ja gerade irgendwie alles ganz komisch infiziert. Ich komm nicht raus, okay. Oh! Wie Chris immer sagt, gnadenlos, okay. Ich wünschte, jetzt hätte ich noch die Minigun-Kugeln, das wäre schön. Gehst du bitte. Abstand! Die letzte G-Form, wollte ich sagen. Und die ist fucking eklig. Claire! Der Waggon muss weg! Also, seid ihr zwei, zusammen? Nein. Wir kennen uns erst seit letzter Nacht. Ja. Es wäre aber ein krasses erstes Date gewesen. Ja, allerdings. Allerdings. Schaut! Meint ihr, der könnte uns mitnehmen? Wenn es nicht nur die Stadt ist? Schaff Sherry hier weg. Komm. Also, ist es vorbei? Ich weiß nicht. Aber falls nicht, dann stoppen wir es. Was es auch kostet. Da kannst du Gift drauf nehmen. Solange wir zusammenhalten, packen wir das. Komm schon. Hey, ihr könnt mich adoptieren. Adoptieren? Ah, ja. Wir holen uns einen Welpen. Ein Welpen? Und ein Papagei. Papagei? Ich wollte immer Tiere, aber Mom sagte, das macht nur Dreck. Ja. Und als nächstes an diesem langweiligen Mittwoch kommt ein Song, der euch richtig einheizt. Und das war's dann wohl mit Resident Evil 2, mit der Claire-Kampagne, mit dem zweiten Durchlauf. Ich muss sagen, ich war gerade sehr, sehr, sehr überrascht, dass das schon der Kampf war. Einfach nur... Ballern aufs Auge und fertig. Ich dachte, das wird ein bisschen herausfordernder und umfangreicher. Aber okay, ich weiß nicht, wie es im Original war, ob das da auch so
paar Mal draufschießen und fertig war, aber okay. Ja. Ich wollte noch sagen, zur letzten Skiform. Sehr eklig, sehr, sehr fett und auf jeden Fall optisch zumindest ein würdiger Final Boss. Ja, der Kampf an sich war halt, ja. Auch die vierte Form war irgendwie, halt auch draufgeballer und ein bisschen ausweichen. Da fand ich zum Beispiel die dritte Form auch wesentlich herausfordernder. Aber gut, dann kann ich ja jetzt mal mein Fazit zum Spiel abgeben. Ich meine, das Spiel kam Januar raus, jetzt haben wir Juli. Wird auch mal Zeit, dass ich das hier beende. Aber ja, kam halt viel dazwischen. Aber okay, Fazit zum Spiel. Ein mega geiles Remake. Grafisch eins der schönsten Spiele eigentlich, die ich jemals gespielt habe, wenn nicht sogar das schönste Spiel. Also es ist auf jeden Fall ein wahnsinnig geiles Spiel optisch. Und die Credits-Musik hier ist auch gerade ziemlich geil. Auf PC natürlich noch ein bisschen schöner, aber die PS4-Version ist natürlich auch wunderhübsch. Und gameplaymäßig auch auf jeden Fall Resident Evil würdig. Also Resident Evil war ja nach Resident Evil 6 so ein bisschen, was machen wir jetzt? Da kam Resident Evil 7, das war dann wieder purer Survival-Horror und damit geht's jetzt hier weiter. So, Resident Evil 2 Remake geht auch auf jeden Fall in die Richtung Survival-Horror und nicht irgendwie Action oder so. Auch wenn es natürlich Action gibt, so die Bosskämpfe zum Beispiel. Oder Kämpfe gegen Licker, auf jeden Fall sind auch immer, Und ich muss auch sagen, das Spiel ist, ich würde es fast nicht als Remake bezeichnen, sondern eher als, ja, Reimagining, wie man im Englischen sagen würde. Also wirklich das Einzige, was das Spiel hier mit Resident Evil 2 mit dem Original zu tun hat, ist die Story und die Schauplätze, die Charaktere und so. Aber so wie man das Spiel spielt, ist eigentlich vollkommen anders und ist auch gut so, auf jeden Fall. Ich finde diese Third-Person-Schulter-Perspektive auf jeden Fall besser als die aus den ersten drei Resi-Spielen. Auch wenn die natürlich ihren eigenen Charme haben und auch diese Kameraperspektive auf jeden Fall auch gameplaymäßig coole Momente erzeugen kann und auch horrormäßig. Aber ja. Und ja, Story war auch interessant. Ich habe Resident Evil 2 halt vor diesem Remake nicht wirklich gespielt. Wusste ein bisschen was von der Story, aber auch nicht alles. Und es gab halt schon Momente, die ziemlich cool waren, die mich überrascht haben. Und ja, auf wenn ich dem Spiel eine Punktzahl geben müsste, würde ich sagen 8,5 von 10. Ja. Ja, ich glaube, es passt schon. Es ist jetzt nicht mein absolutes Lieblings-Resident Evil-Spiel, aber es ist auf jeden Fall ein sehr gutes und ja. Ich bin froh, das mit euch erlebt zu haben. Wir werden jetzt hier noch die Credits durchlaufen lassen. Ich weiß nicht, ob noch eine Cutscene nach den Credits kommt, aber ich glaube nicht. Vielleicht noch ein paar Worte zum zweiten Durchlauf, so. War auf jeden Fall ein bisschen kürzer als eine normale Kampagne, wenn auch nicht allzu viel. So, vielleicht 2 Stunden, 3 Stunden weniger. Ich meine, wie viel Spielzeit hatte ich bei Leon? Ich glaube, 9 Stunden? Irgendwas? Irgendwas mit 9 Stunden? Und hier waren es jetzt 7 oder so. Oder waren es schon 8? Ich weiß es gar nicht mehr. Werden wir eh gleich sehen, bei den Ergebnissen. Und ja, anfangs hat mich die zweite Kampagne so ein bisschen verwirrt, weil halt so Cutscenes übersprungen wurden oder nur ganz kurz gezeigt wurden. Oder dass dann halt in der Polizeistation Marvin schon ein Zombie war und ja, so ein Zeug halt. Aber nach der Polizeistation
war das dann eigentlich gar nicht mehr so komisch. Also dann wurden auch natürlich Sachen, die exklusiv für Claire sind, die wurden in voller Länge oder in vollem Maße gezeigt, sag ich jetzt mal, ganz doof. Das Ganze mit Sherry zum Beispiel und so. Und ich werde das Spiel auf jeden Fall nochmal spielen. Und auf jeden Fall auch Claire als erstes mal machen und dann Leon als zweites. Aber werde ich erstmal nicht auf YouTube machen, sondern privat. Weil ich habe angekündigt, nachdem die beiden momentanen Projekte fertig sind, gibt es eine Pause. Und das erste ist hiermit jetzt auch beendet. Kommt noch Wise 8, das auch nicht mehr so lange geht. Und ja, dann erstmal eine Pause. Ich bin übrigens immer noch fasziniert, wie viele Studios hier mitgearbeitet haben. Ist schon krass. Capcom. Danke für das Spiel. So. Ach, nicht mal ganz 7 Stunden, okay. Claire Redfield, zweiter Standard, 23 mal gespeichert, C. Ja, das mit den Rängen, vielleicht werde ich da auch mal versuchen, einen höheren Rang zu erzielen. Ich glaube, soweit ich das weiß, Ränge, es kommt nur darauf an, wie oft man speichert, oder? Also auf jeden Fall die Zeit, das ist klar. Ob Tode darauf einen Einfluss haben, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall die Spielzeit. Und vielleicht das Speichern. Da bin ich mir nicht sicher. Aber ja, C ist halt, wenn man so zum ersten Mal ganz normal spielt, dann kickt man halt C. Und wir sind wieder im Titelbildschirm. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes, was jetzt freigeschalten wurde? Oh. Man kann jetzt direkt Leon zweiten Durchgang spielen. Ich dachte, man muss dafür erstmal Claire den ersten spielen, aber okay. Kostüm Claire normal anpassbar. Figur M19, okay. Figur Chi Phase 5, das gucken wir uns auch nochmal an. Ein neuer Spielmodus wurde den Zusatzmodi im Hauptmenü hinzugefügt. Das ist was? Ich glaube, der Ghost Survivors wurde jetzt freigeschalten. Und The Fourth Survivor vielleicht auch. Aber ich glaube, das war schon vorhin verfügbar. Okay, ja. Oh, wöchentliche Herausforderungen verfügbar. Okay. Achievements gibt es natürlich auch. So, Figuren hier wollte ich jetzt aber mal gucken. Erstmal wegen der neuen Chi-Figur. Erstmal hier Phase 3. Ist schon ein scary Motherfucker. Man kann auch so eine Animation abspielen. Ist schon ziemlich cool. Boah, komm her hier. Voll der Taunt. Ja. Und Chi-Phase 5. Boah, Alter, okay. Das ist einfach, ja, man sieht da einfach den Waggon und ist schon krass. Was macht er hier? Hm, was ist das? Bin ich da durch den, okay, ja. Bin ich da durch die Tür? Sehr cool, Kampfmesser wurde auch irgendwas freigeschalten. Hauptsache, es gibt zwei Kampfmesser, naja. So, und irgendein Kostüm wurde freigeschalten. Kann man die hier irgendwo einsehen oder müsste ich dafür wirklich... Achso, hier. Kostüme. Alternative Outfits. Ah. Das sind, die aus dem Originalspiel,
aber halt modernisiert und aufgehübscht. Das hier ist halt komplett neu redesigned. Das hier einfach, ja. Ich würde die Charaktere anpassen. Oh, Freizeitpolizist. Polizist verletzt, 1998. Ja, ich habe hier auch die ganzen DLC-Kostüme und da ist das auch dabei. Das hier. Warte mal, heißt das, man könnte jetzt theoretisch zum Beispiel mit Leon die ganze Zeit in dieser Freizeitjacke da rumlaufen? Ist ja interessant. Jacke, top. Bei Claire gibt es komischerweise kein 1998 Kostüm. Oder ich habe das nicht. Aber eigentlich habe ich da alle DLCs geholt. Naja. Aber ja, das ist ganz cool auf jeden Fall. Bei Leon macht es jetzt nicht so den Mega-Unterschied, aber bei Claire auf jeden Fall. Ja. Und Spielergebnisse. Ja, da sieht man ja sogar benötigte Zeit. Also es kommt wirklich nur auf die Zeit an, die man benötigt. Es gibt aber auch noch einen S-Rang eigentlich. Für den muss man irgendwie nur dreimal speichern oder darf nur dreimal speichern. Und unter 3 Stunden oder so. Na gut. Ja. Das soll es jetzt auch gewesen sein. Noch ein bisschen was rumgezeigt und ja, jetzt will ich mich von euch verabschieden. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Das Let's Play hat echt Spaß gemacht und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei einem neuen Projekt in ferner Zukunft oder in naher Zukunft. Mal schauen. Oder einfach bei einem neuen Video. Macht's gut, haut rein und ciao.